1. Mai. Wir sind dabei. Wieder mal zur Demo. Genau. Kampf- und Feiertag. Und? Internationaler. Internationaler und vor allem für den Frieden. Ja, ganz wichtig, weil ohne Frieden gibt es auch keine richtige Freiheit. Deswegen hast du ja auch dein Fähnchen. Mein Fähnchen dabei. Ein Schwert zum Flugschauen. Mit? Und es gibt Nelken. Es gibt Nelken für unsere Kampfgenossinnen. Ich stand schon innen. Ja, das ist mir gleich. Alles klar, wir sind jetzt hier am Gesundbrunnen. Wir sind am Gesundbrunnen, jetzt sollte ich Demo stoppen. Ich muss nachher mal anrufen, wo der Sammelplatz ist. Ich denke mir hier drüben irgendwo. Direkt vom Bahnhof. Also für alle, die mal nach Berlin kommen wollen, wir sind so auch Berliner Unterwelten. Da ist ein Museum, wie hieß die Stadt, die Hitler bauen wollte? Utopia, nicht Utopia. Kann man sich alles angucken. Kann man sich angucken als Modell. Und dann gibt es auch einen Bunker, wo die Leute drin gesessen haben im Zweiten Weltkrieg. Also wer jetzt gerade für den Krieg schreit, der soll sich das vorher mal angucken. Ja. Das ist nämlich nicht schön. Gerne, gerne, gerne. Wir gehen raus. Oh, geil. So. Ja, also hier kann man einen Bunker angucken. Und da haben die uns damals erzählt, 50 Leute passten da wo rein, haben da auch zu 150 drin gesessen. Und mit Koffer und Kindern. Und rechts und links sind die Bomben eingeschlagen. 5 Scheißhäuser für die ganzen Leute. Ja, also, wer gerne von Krieg redet, sollte sich das vorher angucken. Moin. Guten Tag. Bis 76. Was ist mit 76? Rente. Ach so, bist du schon? Nee. Muss noch warten. Scheiße, ne? Wem sagst du das? Das ist ja nicht auszuhalten. Ja. Hört ja immer in die Reihe. Muss er mitgehen? Hä? Nachher ist Umzug. 1. Mai, Demonstration. Ja, ist mein Geburtstag. Ja, heute ist Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse. Und heute ist mein Geburtstag, deswegen feiern wir. Nein, da feiert ja immer denn einer. Hast ja immer Glück, wa? Ja. Das hast du immer frei. Nee, siehst du ja, arbeiten. Ja. Ja. Dann hast du heute Geburtstag? Ja. Und du musst arbeiten. Haben die mich eingestellt, extra. Extra gemacht? Ja, siehst du ja. Wie denkt man denn über so einen Feiertag heutzutage? Ich finde das eigentlich schön, dieser Feiertag. Ja, sehr aber, wichtig. Sehr aber bei wichtig. In der ganzen Weltsituation, ja. Da ist mir ja eigentlich, also mir persönlich, Feiern nicht so irgendwie richtig zumute. Ne? Ja, wir haben zurzeit, ich sag mal so, ein bisschen schlechte Zeiten überall. Ja. Aber deswegen machen wir heute hier auch. Nee, ist ja richtig. Sollte man Manifestation. Ja, darf man nie nachlassen. Nee, man muss das Maul aufmachen, eigentlich. Ja, klar, natürlich. Würde ich auch machen, aber. Ja, die Fesseln sind die hier, ne? Hä? Das ist halt die Existenzangst und die Angst vor dem, vor den Folgen der Meinungsäußerung, die man tätigt. Ja? Und man hat nicht Angst vor. Also Meinungsfreiheit haben wir ja. Ja, natürlich. Aber. Man muss auch mit den Konsequenzen rechnen. So sieht's aus. Und das ist das Problem. Arbeitsplatz. Ja, man hat Kinder, man hat was zu bezahlen. Miete, 750 zahle ich. Ja. Ich bin ledig. Richtig. Ich bekomme 1600. Ja. Ja, da bleibt nicht viel übrig. Ne? Heutzutage ist es. Ja. Jetzt überlegen Sie mal erst nach einem Jahr, was passiert noch. Ja, was noch weitergeht. Ne? Die Mieten steigen. Und der Einkommen nicht. Einkommen nicht. Preise. Essen, Preise teurer. Hm. Letztens sind 3 Euro Gurke. 30 Jahre bei der Bahn. Lachen mich andere aus. Das ist der Dank, ne? Da kannst du auch zu Hause schlafen. Ja, Carsten, gefällt dir das? Ja. Ist das okay? Ich hab zufällig erkannt. Das hat Suse gemacht. Oder? Naja, ist alles okay. Denkst du auch mit drin? Genau, Carsten Treuke, hier. Kennst du ja. Ja, warum? Das ist jetzt keine Schleichwerbung. Das ist auch. Warum der hier ist? Gerade mit den freien Mitteln? Ja. Wollen
Gollenhauer hat mich gefragt, ich kann nicht alle leiden und deswegen habe ich sofort gesagt, ich singe drei Lieder zur Eröffnung. Ja, wunderbar. Du hast nachher auch mit? Ja, würde ich gerne, aber habe einen Interviewtermin mit Salome Agini. Naja, dann sehen wir uns nachher, freuen wir uns. Okay, wir mal, ne? Bis gleich. Und ist ja immer, früher hieß es ja immer internationaler Kampf- und Feiertag. Tag der Arbeiter und Werktätige, damit ja, die anderen auch noch dabei sind. Jetzt heißt der Tag der Arbeit, also heute wird ja nicht erarbeitet, das ist irgendwie unlogisch. Komischer, ja, überhaupt ganz komischer Titel. Ja, genau. Na, ursprünglich war das eigentlich ein richtiger Streiktag in den USA. Richtig. Das war eine ganz hatte eine andere Bedeutung. Jetzt sind wir aber für den Frieden, das gehört auch dazu. Und ich sage immer, Frieden, Freude, Eierkuchen wären Ziel. Weil nämlich ohne Frieden Eierkuchen, keine Freude und ohne Freude kein Eierkuchen. Sehe ich auch so. Und ich liebe immer noch, ich komme aus einer altkommunistischen Familie ursprünglich, und ich liebe immer noch die rote Mainelke. Trotz der DDR-Zeit, da ist sie. Ja. Willst du auch eine? Ja. Hast du eine? Nee, ich habe keine. Was kostet sie denn? Nix. Hätte ich die auch abgekauft. Kannst du gerne 2 Euro geben. War ich gut. Na gut, dann sehen wir uns nachher. Dann sehen wir uns nachher. Und geben wir einen Zwischenpunkt geben. Ich frage mal, ob wir irgendwas vorgesehen haben da, aber... Unter den Bannern von den Systemen. Kannst du mir das sagen, was das ist? Die Nummer kenne ich nicht. Ja, das ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir die Radikaldemokratie bekannt machen und auch nach und nach umsetzen. Radikaldemokratie bedeutet, dass die Staatsbürger die gesetzgebende Versammlung stellen, die Regierung stellen und kontrollieren und gleichzeitig im Gegensatz zur direkten Demokratie auch an Minderheitenschutz da ist. Na, dafür setzen wir uns ein und möchten Leute gewinnen und natürlich auch mit allen anderen, die wirkliche Demokratie möchten, zusammenarbeiten. Das ist doch immer schon ein guter Ansatz. Prima. Vernetzen. Und ja, vernetzen, kooperieren. Kooperieren. Ja. Und wir möchten die Punkte, wo wir kooperieren können mit anderen, in den Mittelpunkt stellen. Ne? Und nicht die Unterschiede. Und nicht die Unterschiede. Und wir sind der Überzeugung, dass in gemeinsamen Aktionen und in den Kooperationen die Mannschaft die Punkte noch stärker werden. Ne? Von den anderen, die auch direkte Demokratie, eine wirkliche Demokratie möchten. Genau. Du steckst da mit drin? Ich stecke da mit drin. Ich arbeite in der Redaktion mit und was so und für alle bin jetzt angefangen. Aktiv. Ihr seid aktiv. Wir sind aktiv, genau. Jawohl. Genau. Na, da schauen wir mal alle rein. Ja. Ich verlinke das mal. Ja, und da kommt auch wirklich eine Zeitung raus und mit verschiedenen interessanten Themen. Ja, immer jeden Tag was Neues. Also, ja. Alles klar? Ja. Viel Spaß heute und also, schöne Zeit in der Zukunft. Dir auch, und das wünsche ich dir auch. Ne? Action makes satisfaction. Ja, aber die Linke, die Partei Die Linke, die hat es sehr gemein gemacht mit in der Corona-Krise. Furchtbar. Und deswegen haben die sich hier gefunden. Ja. Ah, ich bin nicht bei denen, du müsstest hier Leute von denen. Ja, aber es sind gar nicht so viele. Ne? Na, da kommen noch ein paar. Mehr Polizisten als hier. Ja, das haben wir doch immer so. Immer wenn wir die Gesellschaft in Frage stellen, sind mehr Polizisten da. Aber das ist ja auch eine Demonstration, ne? Ja. Naja, Anfang 21 ausgetreten. Ja, ich wollte gerade fragen, warum linke AD? Weil das meine Vergangenheit ist. Ja? Meine Vergangenheit und das hier meine Gegenwart. Die Basis? Ja. Die Seiten hier wechselt? Nee, Seiten wechseln kann man ja nicht. Ja, was heißt Seiten? Ich habe ja meine Gesinnung irgendwie mitgenommen. Also da, wo sich sozusagen die Linken und die Rechten ineinander verkehren und man das deutlich spürt, kann man ja trotzdem weiterhin zu seiner Vergangenheit stehen. Das tue ich auch. Also okay. Gründungsmitglied der Linken heißt ja auch, wir wollten nie Regierungsbeteiligung haben. Das haben sie teilweise aufgegeben. Aber viel schlimmer ist tatsächlich die letzten 3 Jahre. Da hat man noch komische Gefühle, sag ich mal, wenn man da jahrelang...
treu war, sag ich mal. Und nein, also ich war immer kritisch, immer zu. Also es gab genug, wo man sich auch, also was weiß ich, wir haben ja auch eine kleine Gruppe gehabt, die in die Linke hinein inveniert haben. Und da waren längst nicht alle so begeistert von der Partei Die Linke. Und als ich gemerkt habe, dass die bei Corona noch nicht mal eine Mitgliederversammlung in Norderstedt machen wollten, ne? Also der Vorstand das abgewiegelt hat und dachte, nee, unsere Mitglieder müssen wir dazu nicht befragen. Das sei ja sowas wie eine Naturkatastrophe, muss man nicht hinterfragen. Da muss man einfach handeln. Da braucht man sie auch nicht treffen, haben sie gesagt. Ne? Dann müssen wir die Mitglieder nicht befragen. Das ist wie ein Damm, der bricht. Und wenn der gebrochen ist, dann muss man gucken, wie man sich rettet. So quasi. Es war sehr enttäuschend. Und das habe ich halt auch mit engeren Genossen gehabt, wie ihr das wahrscheinlich auch kennt. Ne? Der Bruch durch die besten Freundschaften. Und da habe ich dann gesagt, nee, da muss ich mit anderen Leuten, mit Gleichgesinnten. Und das war denn die Basis in Norderstedt. Da habe ich dann Gleichgesinnte getroffen. Ja, Basis ist ja heute hier gut vertreten. Ja, das ist auch gut so. Ja, wollen wir, ich komme auf der anderen Seite, dann haben wir mal die Basis ohne. Ein bisschen besser im Blut. Ja, und da fühlt sich wohl in der Basis? Also es gibt natürlich da auch, weil die ja noch sehr jung ist, total unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen. Aber was ich gut finde, ist das Abstrahieren. Man hat einen gemeinsamen Nenner, was zu den Corona-Themen sich zusammenfindet. Und wenn es um die Außenpolitik geht oder Krieg und Frieden, dann sind nicht alle der gleichen Meinung. Aber dafür hat man dann halt vielleicht auch noch keine Materialien, die die eine Gruppe verteilt und Materialien, die die andere Gruppe verteilt, sondern man sucht immer mal wieder den gemeinsamen Nenner, den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das finde ich wichtig. Ich finde, wir sollten gucken, dass wir uns weiterhin nicht spalten, dass wir Möglichkeiten schaffen, auch meinetwegen auch die Linken, die spät aus der Partei Die Linke vielleicht enttäuscht zu uns rüberkommen, dass man denen eben nichts verbaut, sondern dass man die im Grunde ja auch begrüßen kann, dass sie den Absprung geschafft haben. Also deswegen auch die Fahne. Wer weiß, wen man da noch alles trifft, ne? Ein Ex-Linke oder so auf der Demo. In Hamburg habe ich mehr... Ein bunter Haufen, ne? Ja. Ich wollte noch meine alte von zu Hause, aber die habe ich nicht gefunden. Das ist toll, wie immer du Musik machst. Genau. Ich habe ihn nicht mehr. Danke. So, ein Ordner wird noch gebraucht, dann lassen Sie uns anfangen. Da beim Captain Future Man, bitte, bitte. Ich habe eure ganze Show und eure Rituale satt. Und ich spucke euch auf! Ich bin der Ungehorsame. Ich will die Blinden unter euch sehend machen. Wir werden euch auslachen und verhöhnen. Herzlich willkommen, freiheitlich gesinnte und freiheitsliebende Menschen. Herzlich willkommen zur ersten Mai-Demo der Freien Linken. Ja, wir leben schon in verrückten Zeiten. Jetzt heißt es, Krieg ist Frieden, also müsste Friede, Freude, Eierkuchen auch umbenannt werden in Krieg, Freude und Eierkuchen. Ja gut, also Krieg ist jetzt Frieden, links ist rechts, aber der 1. Mai bleibt der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Ja. Nein, ist er nicht, nein, ist er nicht. Seit 1890 gilt er in Deutschland und Europa als Kampftag der Arbeiterbewegung. Entstanden ist er in den USA, als am 1. Mai 1886 400.000 Arbeiter in mehreren Städten demonstrieren waren für einen 8-Stunden-Tag. Sie schufteten bis zu 12 Stunden oder mehr unter menschenunwürdigen Bedingungen in dreckigen Baracken und verstaubten Fabrikhallen. Das ist nicht der Tag der Arbeit. Heute ist der Tag, an dem jener gedacht wird, die sich für Profitinteressen nicht ausbeuten lassen. Dass dieser Kampf immer noch nicht vorbei ist und lediglich in die nächste Runde geht, zeigt sich darin, dass Arbeiten sich immer weniger lohnt. Weil Regierung und Großkapital nie den Rachen voll bekommen. Und irgendwann, nachdem sie uns komplett leergesaugt haben und sich gemästet haben, ziehen sie Heuschrecken gleich weiter, um ihr zerstörerisches Werk fortzuführen. Und aus diesem Grund sind wir hier. Es ist Zeit, laut zu werden. Es ist Zeit, sich zu erheben. Bravo! Ich habe einen Mann
rechts neben mir stehen, der kann einfach nicht anders. Der Widerstand ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden. Er kommt aus einer Familie von Widerständern, der Liedermacher, Musiker Carsten Troelke. Er heizt ein mit jiddischer Musik. Viel Applaus für Carsten Troelke. Hallo, ich heize mich ein. Ich singe Lieder, die passen. Und das hier kennen noch und wieder viele. Die Gitarre nicht lauter als meine Stimme, da geht's. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда... Гитара слишком громко. Zu leise. Sonne erhält unsere Welt täglich mit goldenen Strahlen. Schnell bringen wir sie aufs Papier. Spaß macht es uns, sie zu malen. Und wisst ihr, jetzt geht's immer liebe die Sonne, immer liebe der Himmel, immer liebe die Mama und auch ich immer da. Immer liebe die Sonne, immer liebe der Himmel, immer liebe die Mama. Und du hast sie gesagt, Jiddisch, dann singe ich auch die jiddische Version. Soll die Sinn ständig scheinen, soll der Himmel nicht weinen, soll euch leben die Mama Pinta so wie ich. Und die von Piet Sieger. May there always be sunshine, may there always be blue skies, may there always be mama, may there always be me and you and everybody in the world. Das ist was für die Freiheit des Journalismus. Selbst wenn die Stasi sogar schon wieder anwesend ist, die gibt's auch noch. Hier, weiter hinten. Julian Assange mit Mut und hellem Haar hat Sympathie, die seinem Kampf für Wahrheit galt. Er war so jung und schön, sein Blick war klar. Zeigen ihn nur alt, gefangen ist er Jahr um Jahr. Es sieht schon aus wie Mord, er zeigte nur, was wirklich wahr war, und Dokumente gab er weiter Wort für Wort. Wenn Lügen einen Krieg entfachen, kann die Wahrheit Frieden machen. Wer bedroht hier wen und wie und warum, wussten wir nie. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Ein Mann, der sich so sicher war wie ich. Leben in der freien Welt, nur Illusion, das ist jetzt klar. Und
Geld hat Macht und macht immer noch das Geld. Man weiß das und man weiß es wieder nicht. Die Sonntagsreden sind vorbei. Es braucht ein ehrliches Gericht. Julian Assange muss endlich frei sein, wieder frei. Wenn Lügen einen Krieg entfachen, kann die Wahrheit Frieden machen. Wer bedroht hier wen und wie und warum wussten wir nie? Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Jetzt sing mit mir. Julian Assange, free Julian Assange. Free Assange, free Julian Assange. Julian Assange, free Julian Assange. Free Assange, free Julian Assange. Julian Assange, free Julian Assange. Free Assange, free Julian Assange. Julian Assange, free Julian Assange. Free Assange, free Julian Assange. Wenn Lügen einen Krieg entfachen, kann die Wahrheit Frieden machen. Wer bedroht hier wen und wie und warum wussten wir nie? Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Ich will auch als drittes noch eins singen, mein geliebtes Spaziergängerlied, einst geschrieben für den Mauerpark und unsere Demos an der Gethsemane-Kirche. Passt immer noch und heißt ja auch, so soll der Frieden sein. Mit Grüßen an den anderen Wagen da drüben, Freedom Parade. Jeder soll so leben, wie er leben mag. Jede Macht für jeden über sich. Wer uns das verbietet, fühlt sich heute stark. Und ja, auch der wird bald verschwinden, sicherlich. Jeder kann auch wissen, es ist nur die Angst, die geschürt wird von der Politik. Alles nur, damit du nicht zu viel verlangst, aber so kriegst du dein Leben nicht zurück. Keine Polizei darf in die Wohnung rein, wenn dem Staat deine Meinung nicht gefällt. Was du sagst und denkst, gehört nur dir allein, und alles andere ist ein Fehler dieser Welt. Jeder soll noch lieben, wen er lieben mag. Jeder Kuss für jeden, der ihn will. Jeden Augenblick beginnt ein neuer Tag. So ist das Leben manchmal laut und manchmal still. Jeder soll noch singen, wenn er singen mag. Alle unsere Träume sind dann wahr. Wenn ich hier nach Liebe, Glück und Frieden frag, ja, dann bin ich nicht alleine, ist ja klar. Frei zu atmen, zu denken, zu wachsen, zu schreien. Die
alten Leute sind mit dabei, zu tanzen, zu lachen, zu erzählen, zu sein. Und so soll Frieden sein. Jeder soll so leben, wie er leben mag. Jede Macht für jeden über sich. Wer uns das verbietet, fühlt sich heute stark. Und ja, auch der wird bald verschwinden, sicherlich. Arbeitnehmerrechte, dann ist es der Jürgen Michael Hackbart. 9 Jahre lang war er Vorsitzender des Betriebsrats bei Verdi. Er selbst nennt sich Radikaldemokrat und ist tätig im Verein UMER. Mehr Infos dazu später, mit Sitz in Hamburg. Applaus für Jürgen Michael Hackbart. Gut, die Chefin hatte ja hier schon gesagt, dass das heute der Arbeiterkampftag ist. Wer kämpfen will, der braucht eine Kampfgemeinschaft. Der braucht eine Truppe. Ich hatte ungefähr so eine Truppe, wie hier steht, als Betriebsratsvorsitzender. Ihr seid also jetzt kampfbereit am Arbeiterkampftag? Echt? Seid ihr deswegen hergekommen? Okay. Was ist denn euer Ziel? Was wollt ihr denn? Was? Frieden, Freiheit, vielleicht noch Selbstbestimmung? Ja, wollt ihr etwa alles haben? Ah, ihr seid richtig. Dann bin ich euch der richtige Mann. Wir müssen uns zusammenschließen. Wir müssen aus diesem Haufen hier eine richtige Truppe machen. Wir müssen uns richtig organisieren, sonst haben wir keine Chance. Genau deswegen sind wir aus Hamburg hierher gekommen, um euch das zu sagen. Wir haben die größten Demonstrationen in Hamburg organisiert. Fast 20.000 Leute. Wir sind der schlimmste Verein von Hamburg. Sagt der Verfassungsschutz, nicht ich. Wir wollen nicht den Staat delegitimieren. Wir wollen die Regierung delegitimieren. Wie macht man das denn aber? Wie macht man das denn aber? Indem wir die Mehrheit erringen. Wir sind hier noch nicht die Mehrheit, aber alles fängt mal klein an. Mein Thema, das hier gewählt wurde, ist aber Streikrecht und Arbeiterrecht. Da will ich euch mal was sagen. Es gibt viele Vorurteile, dass politische Streiks verboten werden in diesem Land. Stimmt nicht. Dass Generalstreiks in diesem Land verboten werden, stimmt überhaupt nicht. Lest mal den Grundsatzartikel im Grundgesetz dazu. Ich habe den mitgebracht. Da steht überhaupt nicht sowas drin. Es gibt kein Streikgesetz hier in diesem Land, das da irgendwas verbietet. Es ist eine Frage der Macht, wie viele Leute man auf die Straße bekommt. Dann hat man Recht. Das Streikrecht ist Richterrecht, völlig willkürlich. Die Richter entscheiden, was man darf und was man nicht darf. Die verschiedenen Streikformen, vom Bummelstreik, Pausenstreik, Dienst nach Vorschrift, das sind immer Streikformen, wenn man nicht legal streiken darf. Wenn man nicht legal für politische Ziele streiken darf, was macht man denn dann? Illegal streikt man denn, wenn man keine Erlaubnis für einen Generalstreik hat, der sich immer politisch gegen die Regierung und die Gesamtverhältnisse richtet. Was macht man denn dann? Man bittet um Erlaubnis? Nein, man organisiert das. Erfolge werden organisiert. Und wenn ihr euch nicht organisiert, werdet ihr auch niemals gewinnen. Wer von euch will Freiheit? Wer von euch will Frieden? Wer von euch will Selbstbestimmung? Gut. Was ist das revolutionäre Subjekt? Genau. Weil das revolutionäre Objekt ist die Freiheit. Und jeder, der sich zur Freiheit stellt, ist das revolutionäre Subjekt. Das revolutionäre Subjekt wurde früher etwas eng gefasst. Sie meinten die Industriearbeiter. Das ist nicht korrekt.
Man ist nicht automatisch das revolutionäre Subjekt, wenn man ein Industriearbeiter ist. Die Industriearbeiter wurde die Freiheit abgekauft für Krümel, für Tinnef und für Tant. Die sind nicht hier. Wer seid ihr? Seid ihr Industriearbeiter? Wer von euch ist Industriearbeiter? Eins. Zwei. Okay. Wo ist das revolutionäre Subjekt? Ihr seid das revolutionäre Subjekt. Wenn ihr euch zum revolutionären Objekt bekennt, zur Freiheit, dann seid ihr das revolutionäre Subjekt. Genau. Jeder, der gezwungen ist, für seinen Lebensunterhalt arbeiten zu gehen und von Lohn abhängig ist, ist ein Lohnsklave. Dieses System beruht auf Lohnsklaverei. Und das geht viel weiter als nur bis zu den Industriearbeitern, die im Moment gut versorgt sind, wenn sie überhaupt noch Arbeit haben. Gut, wir möchten hier danken den Freien Linken, die diese Sache hier organisiert haben. Sie haben sich mit ihrem Namen zum revolutionären Subjekt bekannt. Und deswegen unterstützen wir sie und wir werden ewig an ihrer Seite bleiben, solange sie dieses revolutionäre Banner hochhalten. Danke. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, ja auch. Also, unser nächster Redner ist politischer Aktivist seit 3 Jahren und Spitzenkandidat für die Basis im Abgeordnetenhaus Berlin. Von der Berufung her ist er Psychotraumatherapeut und Autor. Und niemand kennt sich so gut aus, wie der Zusammenhang zwischen Unterwerfung, Herrschaft und Angst ist, wie Dietmar Lukas. Applaus für Dietmar Lukas. Ja, hallo. Schöne Vorstellung, dankeschön. Herrschaft. Jede Herrschaft funktioniert nur so lange und so weit, wie es Unterwerfung gibt. Nur auf den Nacken, der sich beugt, tritt der Fuß des vermeintlichen Herrn, schrieb schon 1876 treffend die Berliner Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm. Warum aber gibt es Unterwerfung? Warum beugt sich der Nacken? Unterwerfung, da bin ich mir sicher, beruht immer auf Angst. Und im Grunde gibt es aus meiner Sicht nur 2 Drohungen, die eine für eine Unterwerfung ausreichende Angst auslösen. Erstens die Drohung mit körperlicher Gewalt, mit einem physischen Angriff, letztlich der Drohung mit dem Tod. Und zweitens die Drohung mit der sozialen Hinrichtung, mit dem Rausschmiss aus der Sozialgemeinschaft. Besonders augenfällig haben wir das in der Corona-Maßnahmenkrise erlebt. Wenn du dich oder andere ansteckst, hieß es, werden alle sterben. Und wenn du bei den Maßnahmen nicht mitmachst, wirst du als unsolidarisch gebrandmarkt und aus der Sozialgemeinschaft verbannt. Michael Ballweg saß über 9 Monate in Untersuchungshaft, einer sozialen Isolation höchster Intensität. Es wird sich wohl herausstellen, dass die Vorwürfe gegen ihn alle völlig zu Unrecht erhoben worden sind. Er selbst, ich konnte mich persönlich davon überzeugen, ist völlig ungebrochen, ja gestärkt aus dieser Zeit hervorgegangen. Aber wer von uns, frage ich, traut sich das ebenso zu? Wer überlegt sich nicht, welches Risiko er eingeht, wenn er sich zu dieser Zeit zu weit aus dem politischen Fenster lehnt? Mich hat es auf jeden Fall erschreckt. Ich war sogar froh, dass die bei mir bereits beantragte Hausdurchsuchung letztlich dann richterlich abgelehnt wurde. Unterwerfungsvernichtungsdrohungen können also je nach historischer oder sozialer Situation mal konkret umgesetzt, mal mehr oder weniger subtil im Raum stehen gelassen werden. Der Weg der Arbeiterbewegung als Kampf
gegen Unterdrückung und Ausbeutung, ist mit den Leichen derer gepflastert, die zur Abschreckung der Massen von den Schergen der Mächtigen ermordet wurden. Aber auch im weniger offensichtlich politischen gibt es Unterwerfungsangst. Wir alle unterwerfen uns sozialen Regeln und Vorstellungen, auch wenn sie uns im authentischen Ausdruck unserer Lebendigkeit beschneiden. Wie oft sprechen wir Menschen an, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln an unsere Seite gepresst sitzen? Wann drücken wir unsere Anziehung zu einem dieser anderen wunderbaren Menschenwesen aus? Wie viel Alkohol oder Drogen brauchen wir, um uns beim Tanzen fallen lassen zu können? Jede Menge. Diese kleinen Ängste scheinen so vertraut und klebrig zu sein, dass wir sie im Alltag kaum noch bemerken, sie vielleicht sogar für Normalität halten. Wir werden nicht ständig vor Angst geschüttelt. Wir haben nämlich viele Methoden gelernt, unsere Angst sogar vor uns selbst zu verbergen. Angst ist daher oft nicht direkt beobachtbar, sondern nur an ihren Effekten erkennbar. Zwei davon möchte ich hier benennen. Erstens Sicherheitsverhalten und zweitens die Gier. Wir haben alle schon mal den Kopf geschüttelt über Hubschraubereltern, die ihre Sprösslinge bewachen wie einen höchst zerbrechlichen und gefährdeten Schatz und den Kindern damit hauptsächlich nur eins vermitteln: man muss immer Angst haben. Und wenn wir uns umschauen in unserer Welt, entdecken wir überall Zäune, Schlösser, Verbotsschilder und Sicherheitskleidung. Und wenn die ehrliche Frage, die ehrliche Antwort auf die Frage, wann ist genug, eigentlich nie heißen müsste, haben wir es mit Gier zu tun. Die Forderung nach einem ewigen, unbegrenzten Wachstum auf einer begrenzten Welt ist ein sehr deutliches Beispiel dafür. Aus meiner Sicht sind auch die Reichen und Mächtigen keine kaltherzigen Monster. Sie sind Menschen wie wir. Auch sie haben Angst und handeln aus Angst. Was wären sie denn auch ohne Macht und Reichtum, die sie ängstlich bewachen und mehren müssen? Das bedeutet nicht, dass ich ihnen verzeihe, dass ihre Angsthandlungen unermessliche Kollateralschäden in dieser Welt anrichten. Jeder trägt aus meiner Sicht eine Verantwortung dafür, sich den eigenen Ängsten zu stellen, nicht zuzulassen, dass Ängste uns in Geiselhaft nehmen. Dann kann die Zukunft wiederkommen und vielleicht gelingt es uns dann hin und wieder statt einem Auweia ein Wird schon. Und möglicherweise können wir auch dann und wann einer Unterwerfungsdrohung besser widerstehen, gemeinsam mit anderen zuversichtlichen Menschen. Ich danke euch. Eine linke Psychologie funktioniert anders. Sie hat nämlich die Aufgabe, die Instrumentalisierung von Wissenschaft und psychologischem Wissen stets zu benennen. Außerdem bietet sie eine Perspektive an, wie wir die Welt alternativ verstehen können. Sie ist also der bestehenden Ordnung kritisch gegenüber eingestellt. Meiner Meinung nach haben wir es seit 2020 mit einem fundamentalen politischen Bruch zu tun. Regieren im Ausnahmezustand, zunehmende Militarisierung, zunehmende Härte nach innen, die Steigerung von Gehorsamsbereitschaft und der Kampf gegen Kritiker sowie die Selbstgleichschaltung der Medien
bezeichne ich zusammengefasst als neue Normalität. Und in dieser neuen Normalität sehe ich zwei Typen. Einmal den Mitläufer und einmal den Widerständigen. Das Risiko ist, dass so beide Gruppen sich in dem sogenannten Täter-Opfer-Schema verstricken können. Worin besteht nun dieses Täter-Opfer-Schema? Wenn wir Angst haben, so können wir die Angst ausdrucken oder wir können sie koppeln an ein Beziehungsangebot. Also ich habe Angst vor Russland, ich habe Angst vor Putin, also müssen wir zurückschlagen. Das wäre ein Beziehungsangebot, was sozusagen vergiftet ist und versucht, Täter zu benennen. Demgegenüber möchte ich ein Beziehungsangebot entwickeln, was aus diesem Täter-Opfer-Schema aussteigen kann. Nämlich, das besteht darin, den anderen als anderen zu erkennen. Also wenn jemand Angst hat, dann kann ich mich entscheiden. Ist das ein aggressives Beziehungsangebot, das mich in die Täterposition schiebt? Oder ist das ein Beziehungsangebot, was mir die Freiheit gibt, auf den anderen beruhigend einzugehen oder ihn einfach seinem Empfinden zu überlassen? In diesem dialogischen Miteinander steckt für mich der Kern der Humanität. Ich lasse den anderen so sein, wie er ist, und dieser Raum zwischen zwei Menschen ist die Grundlage, auf der wir uns begegnen, auf der wir streiten und auf der wir verhandeln können. Angesichts von Corona, Ukraine, fortschreitender Umweltzerstörung und einer immer umfassenden Digitalisierung könnte man einen neuen Imperativ formulieren: die Humanität, die zwischenmenschliche Begegnung so zu wahren und zu pflegen wie eine empfindliche Pflanze. Vielleicht gelingt uns auf diese Weise, das gängige Freund-Feind-Schema zu verlassen und die Voraussetzungen für eine Politik der Freundschaft zu schaffen. Ich wünsche euch einen schönen 1. Mai, den wir als Brüder, Schwestern, als erwachsene Menschenkinder uns von niemandem nehmen lassen. Herzlichen Dank. Wir ziehen in 5 Minuten weiter. Kommt ihr mit? Sehr schön. Gut. Aber 5 Minuten warten, Käffchen trinken, dann geht's los. On a stupid ass nigga when I plan with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes violence. So any other nigga. And with the gap, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, easy is the rule. Whenever I roll, you keep looking in the mirror. And it's on cue, yo. So I can hear a. Thank you.
auf der Straße zu sein für den Frieden. Das macht uns alle zu Helden. Und deswegen rufen wir auch: Frieden schaffen ohne Waffen! Frieden schaffen ohne Waffen! Frieden schaffen ohne Waffen! Frieden schaffen ohne Waffen! Yeah. Herzlich willkommen, liebe Leute, das ist heute der letzte Akt. Morgen geht die Bombe hoch und das ist einfach Fakt. Keiner von uns Menschenkindern hat den Krieg gewollt. Die Verbrecher sind im Hintergrund und schwingen gern den Colt. Charakterlose Psychos ohne Liebe und Vernunft, getrieben von perverser Gier, zerstörerischer Macht. Ihr Helfershelfer, Medienhuren, bezahlt euch Hochfinanz, digitaler Hasskomplex, Rüstungsallianz. Morgen geht die Bombe hoch und ihr geht alle mit. New Science. Morgen geht die Bombe hoch. Morgen geht die Bombe hoch und ihr geht alle mit. Morgen geht die Bombe hoch, Kriegstreiber kriegen Krit. Ja, wir sind viele und wir sind heute auch nicht nur wegen dem Krieg hier, auch Corona haben wir nicht vergessen. Denn wir stehen immer noch ganz am Anfang mit der Aufarbeitung. Wann werden endlich wir oder sogenannte Querdenker denn mal im Fernsehen überhaupt zu Wort gelassen? Wann gibt es mal einen richtigen Untersuchungsausschuss, den wir von Anfang an auf der Straße 2020 gefordert haben? Frieden, Freiheit, Aufarbeitung! Der Welt sich von der Weltmacht abkehrt, müssen wir uns abkehren vom System. Dafür können wir nur unser eigenes Schicksal in eigene Hände nehmen. Lokale Gemeinschaften, Netzwerke bilden, selbst Grundbedarf decken fortan. Eigene Währungen bauen, deren Schuldgeld verweigern, den Stecker so ziehen ihrem Wahn. Deutsches Geld wollen mit in alle Welt! Deutsche auf Gold, deutsches Geld wollen mit in alle Welt! NATO raus! Schöner raus Tag. Aus der NATO, raus! Ja. Lasst die Glotze sein, kommt herunter, reiht euch ein. Leute, lasst die Glotze sein, bist du? Ja. Ja, und ich hatte schon vorhin mit deinen Kollegen. Wie gefällt dir Berlin? Ja, sehr gut. Ich bin hier in Schwarzberg geboren. Ja? Ja. Wie kommst du nach Hamburg? Ja, arbeitstechnisch, ne? Naja, wie es oft so ist, ne? Ja. Meistens wegen der Frau oder der Arbeit. Wegen der Arbeit.
Ja, und was ist denn die nächste Aktion von euch oder wie geht's weiter? Na, die Weltrevolution natürlich. Die Leute überzeugen, egal wo. Nö, Weltrevolution, ne? Weltrevolution, ja, 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 ja. Das ist ja wenigstens mein Ziel. Ja. Anständig. Denke groß, denke groß. Ja, man muss groß denken, in dem Fall. Ja. Und klein anfangen. Ich habe gelernt in meinem Studium, du musst immer sagen, was du willst, dann kriegst du das auch. Ja. Ja, wenn man noch lange noch nachhakt, ne? Genau. Wir hören dich vorher und wir haken weiter nach. Da klappt das auch mit den Frauen. Genau. Muss immer sagen, was du willst. Ja, genau. So rumgeeiert können die nicht ab. Richtig. Gut, schönen Tag natürlich noch. Dir auch. Verbindung von den Shows, Nachrichten, Dailies, Soap, Serien und Sendungen. Totale Verblödung, doch ich gebe dir für das Problem des Ganzen die Lösung. Drück auf den kleinen roten Knopf, dann wird es einfach so gestoppt. Mach es befreie so den Kopf von all der Scheiße aus der Brust. Stopp! Ich sag, Akutkino. Da kenne ich gar nicht. Ist in der Nähe vom Rosenthaler Platz. Ja. Bist du dabei? Nee, ich bin da nicht dabei. Eine Freundin von mir ist immer abends dann dabei und macht eine kleine Diskussion. Ja, gar nicht machen. Ja, hier Film, von seinem Vater und von seinem Bruder über den Kampf und hier vom Team, wir haben die Anwälte begleitet. Sehr gute Filme. Aber das braucht sie überall. Ja, es ist wichtig, dass viele Leute das wissen, was da passiert mit der Schweinerei. Unsere kommende Rednerin ist diese Spaltung und propagandistisches Framing Light. Sie ist gebürtige Berlinerin, Mutter von zwei Kindern, Deutsch-Türkin und seit 2014 Widerstand auf der Straße, seit 2020 sehr aktiv im Widerstand. Ihre Reden sind nie politisch, sagt sie. Bleib am Mikro, ganz nah. Sie sagt, ich spreche eher über Zwischenmenschliches oder meine eigenen Erfahrungen. Ihr geht es um die Besinnung zum Menschlichen. Sie spricht als Mutter, Tochter und Oma der Zukunft. Applaus für Shilale! Hallo ihr Lieben. Ja, einige, die das letzte Mal bei der Frieden-Jetzt-Demo am Hermannplatz waren, haben meine Rede schon gehört, aber ich wurde gefragt, ob ich sie hier nochmal halten soll, darf. Und jetzt werde ich dann erneut das Wort an euch erst auf Türkisch richten. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Berlin'den ve Almanya'nın çeşitli yerlerinden gelen bütün farklı kültürlerin ve halkların bu barışçıl protestoda bizimle yürümenizi bekliyoruz. Size ne yaptığımızdan ve neden size erişmek istediğimizden bahsetmek istiyorum. Dünya çapında bir şeylerin yanlış olduğunu zaten çoktan anladık. Yıllarımız sokaklarda geçti. İlk önce bizi 3 sene korona diktatörlüğüyle bastırdılar. Şimdi de bize savaşın barış getirdiğini satmaya çalışıyorlar. Biz ne istersek isteyelim, ne arzu edersek edelim. Elitler ne istiyorlarsa yapıyorlar. Biz buna bir halk olarak karşı çıkmalıyız. Biz Berlin'in insanlarıyız. Burada senelerden beri çeşitli kültürlerle beraber yaşıyoruz. Hep aynı düşünceleri paylaşmadık ama yine de Berlin bizim evimiz. Burada oluşmuş olan kültürü biz hep beraber yarattık. Birbirimize saygı ve anlayış göstererek. Ben mesela Filistinli, Iraklı, Yunan, Kürt arkadaşlarla büyüdüm ve okula gittim. Bu insanların çoğu ülkelerinden kaçmak zorunda kaldı. Neden? Savaş. Benim Filistinli arkadaşımın annesi Manal teyze, savaşın suratı her zaman ölüm ve yıkım olduğunu bana o zaman çok iyi anlatmıştı. O gözlerindeki acıyı, korkuyu ve kalp kırıklığını görmek beni çok üzmüştü. Çocuktum daha. Biz bu travmaları yaşamadık. Ne olduğunu sadece televizyondan görüyoruz ve anlamaya çalışıyoruz.
benim için bu bile fazla. Doğduğumdan beri savaş, savaş, savaş. Yeter artık. Hele ki Almanya. Almanya iki jenerasyon içinde iki dünya savaşı yaşadı. Ve şimdi Almanya yine silahlar ve kurşunlar sadece Ukrayna'ya değil, bütün dünyaya gönderiyor. Biz buna, biz Almanya'nın halklarıyız. Tabii ki kökümüzü kesip atmıyoruz ama burada yaşadığımız süre buranın insanlarıyız. Ellerimizi kana bulamayalım. Tabii buna izin vermeyelim. Ayağa kalkıp bizim savaşa hayır dememiz gerekiyor. Biz de anayız, babayız, ablayız, kardeşiz. Savaşa giden kardeşlerimizin de aileleri var. Kimse çocuğunun savaşa gitmesini istemez. Çünkü savaşın sonu ölüm. Atalarımızdan öğrenelim. Komşularımızdan öğrenelim. Buna sadece tek bir cevap var. Ateş kes. Biz insanlar, dünyanın insanları, Almanya'nın halkları sadece el ele ve kalp kalbe savaşları durdurabiliriz. İnandığımız ve güvendiğimiz kaynakları tekrar sorgulamalıyız. Bu bizi rahatsız etse bile. Omuzumuzda çok büyük bir yük var. Gelecek nesiller bizim bıraktığımız yerden mücadeleye devam etmek zorunda kalacaklar. Bunu düşünün. Savaşa hayır. So, jetzt nochmal auf Deutsch, damit es auch alle anderen verstehen. Werte Freunde, ich begrüße euch alle mit Respekt. Wir wollen, dass alle verschiedenen Kulturen und Völker in Deutschland sich uns dem Protest für den Frieden anschließen. Ich möchte euch erzählen, was wir hier tun und warum wir mit euch in Kontakt gehen möchten. Dass hier an höchster Ebene etwas schiefläuft, haben wir schon lange verstanden. Unsere Jahre sind auf der Straße vergangen. Erst haben sie uns 3 Jahre lang mit der Corona-Diktatur versucht zu unterdrücken und jetzt wollen sie uns verkaufen, Frieden sei mit Waffen zu erschaffen. Egal, was wir wollen oder uns wünschen, die Eliten entscheiden so, wie es ihnen passt. Wir müssen uns dem als ein Volk widersetzen. Wir sind Menschen von Berlin. Wir leben hier schon seit Jahrzehnten mit verschiedenen Kulturen zusammen. Wir haben nicht immer dieselben Gedanken geteilt. Aber trotzdem ist Berlin unser Zuhause. Wir leben hier schon seit Jahrzehnten mit verschiedenen Kulturen zusammen. Wir haben, indem wir Respekt voreinander hatten und uns Verständnis entgegengebracht haben. Ich bin mit palästinensischen, irakischen, griechischen, kurdischen Freunden groß geworden und zur Schule gegangen. Die meisten dieser Menschen mussten aus ihren Ländern fliehen. Warum? Krieg. Die Mutter meines palästinensischen Kindheitsfreundes hat mir damals ganz klar gemacht, dass Krieg immer nur ein Gesicht hat: Tod und Zerstörung. Den Schmerz, den ich in ihren Augen gesehen habe, ihre Angst und das gebrochene Herz, das sie hatte, taten mir damals sehr weh. Ich war ja noch ein Kind. Wir hier haben diese Traumata nicht erlebt. Wir versuchen über Fernsehen und Co. nachzuvollziehen, was Krieg eigentlich bedeutet. Das ist mir schon zu viel. Seitdem ich geboren wurde, Krieg, Krieg, Krieg. Es reicht jetzt. Geschweige denn Deutschland. Das Deutschland, das in 2 Generationen 2 Weltkriege erlebt hat. Und genau dieses Deutschland schickt wieder Waffen, nicht nur in die Ukraine, sondern in die ganze Welt. Schande. Schande. Wir sind die Völker von Deutschland. Natürlich heißt es nicht, dass wir unsere Wurzeln abschlagen sollen. Aber solange wir hier leben, sind wir Menschen von hier. Lasst uns unsere Hände nicht mit Blut beschmieren. Das dürfen wir nicht erlauben. Wir müssen aufstehen und uns dem Krieg widersetzen.
Wir sind auch Mütter und Väter, Schwestern und Brüder. Unsere Brüder und Schwestern, die in den Krieg ziehen, haben auch Familien. Keiner will, dass sein Kind in den Krieg ziehen muss, denn das Ende vom Krieg ist Tod. Lasst uns von unseren Vorfahren lernen. Lasst uns von unseren Nachbarn lernen. Zu dem Ganzen gibt es nur eine Antwort. Waffenstillstand. Wir Menschen, Menschen dieser Welt, Völker in und aus Deutschland, nur Hand in Hand und Herz bei Herz können wir die Kriege beenden. Selbst wenn es uns unangenehm ist, müssen wir uns selbst und unsere bequemen Quellen hinterfragen. Wir haben eine große Last auf unseren Schultern. Unsere Nachkommen müssen mit dem weitermachen, was wir ihnen hinterlassen werden. Denkt daran, nein zum Krieg. Danke. Bert singt momentan sehr gerne zum Thema Ukraine-Konflikt und auch Streik. Applaus für Bert Katesas. Мне кажется, трою, что солдаты склава верхне прищечие пали. Мне землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавли. Bei Mondlicht ziehen zwei Kraniche am Himmel. Sie fliehen gen Osten durch die Nacht davon. Nehmt mit mir von mir den Gruß an Mutter. O Mutter, verzeih mir meinen Zorn. Der Morgenfrost, der lähmt mir die Finger und nah am Herzen schmerzt ein Projektil. Die Kohle glüht noch, bis sie dann der Schnee auslöscht. Der Schacht von Vater liegt so lang schon still. Man sagte mir, so wie die schwarze Kohle liegt Vater noch geborgen unterm Schnee. Ich suchte viele Nächte nach seinen Spuren. O käm der Schlaf, das Projektil tut weh. Von Vaters Schacht ein Kumpel, der sagte, dein Vater brach die Kohle grad wie Holz. Doch brach ihn jene Schnitte wie ein Reisig. Der Tod kennt hier im Krieg niemandes Stolz. Und kommt der Morgen und geht der Mond, da kommen die Granaten. Kameraden schlafen bleiern da im Schacht. Ich blieb zurück, die Kohle vor mir glimmt noch. Ach, käm der Schlaf, das Projektil tut weh. Maidan in Kiew 2014, da feierten sie mordend ihren Sieg. Weil wir doch unsere Freiheit nicht aufgaben, kam zu uns 8 Jahre lang ihr Blutkrieg. Verzeih mir meinen Zorn beim Abschied, Mutter. Mit Tränen sperrtest du die Tür mir ab. Ich musste doch hinaus, hier hin zu Vater.
Leute. Der Schnee birgt hier so manches stille Grab. Ach Mutter, sieh die Kraniche am Himmel. Blieb ich behütet länger noch daheim. Welch Heim könnt's für euch dann wohl noch geben? Ach Mutter, ist nicht so, es muss so sein. Кажется, порою, что солдаты с кровавых не прищетие пали. Не землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавли. Unsere Arbeit ist die Pein, aus der Alltagsträume sprießen. Sind wir allzu sehr geschunden, wollen wir schneller noch genießen. Macht mal mit bei der Malache, röste euch bis ins Gemüt. Und sie ist klar die Lorelei, die durch Sklaventräume zieht. Und da singt nicht nur ein Engel durch die schlimme Fantasien. Nein, es träumt der Untertan auch mal vom Tanz der erstarrten Hierarchien. Ja. Ist der Lohn für euch das Schmittelgeld, oh, dann bangt schon bald die heile Welt. Ist der Job für euch eine Drecksarbeit, was bereut ihr? Die Seitelkeit eurer Räder stehen aber schon still als Sklave. So nicht länger will wie im Mai, 1. im Mai 1890, 1. im Mai. Was ihr uns von Fortschritt faselt, ist uns zehnmal scheißegal. Ob in Osten, Süden, West, Stress ist international. Wo schon kippt von Arbeitshetze, das ist eure Gaunerlist. Jung, flexibel und dynamisch ist die Gier, die euch zerfrisst. Zerrt ihr uns das Jobgetriebe, presst euch Saft aus unserem Fleisch. Seid noch zynisch, lustig, oben unser Zorn macht euch bleich. Ist der Lohn für euch das Schmittelgeld und an Wand schon bald die heile Welt. Ist der Job für euch eine Drecksarbeit, was bereut ihr? Die Seitelkeit eurer Räder stehen aber schon still als Sklave. So nicht länger will ihr im Mai, 1. im Mai 1890, 1. im Mai. Und du Nachbar, was ist los? Stehst und gaffst, was so passiert? Dieses Werk wird jetzt besetzt und dein Chef wird abkassiert. Quatsche sich von Extrazahlung, halt mal besser mit uns tritt. Jetzt erst mal nur ums Aufräumen, um den klaren, reinen Tisch. Ist das jener Stolz verletzt, der uns Leistungsträger hält? Hilft kein Beten und kein Quatschen, ja dann scheißen wir aufs Jonas Geld. Ja. Ist der Lohn für euch das Spitzelgeld oder ein Wand? Schon bald die heile Welt ist der Job. Für euch nur Drecksarbeit, was bereut ihr? Die Seitelkeit eurer Räder stehen aber schon still als Sklave. So nicht länger will wie im Mai, als im Mai 1890, als im Mai. Danke. Aber da bewegt sich noch keine weitere von den Ordnern dran. Haben wir alles Bescheid gesagt? Ich muss dann alles ja. Oh,
das Menschenrecht. Völker hört die Signale, auch zum letzten Gefecht. Die Internationale ergänzt das Menschenrecht. Fahren wir es jetzt endlich gezielt an die Wand und der Pöbel wird paralysiert. Ihr sitzt ja schon tief in der Matrix, am Endgerät merkt ihr rein gar nichts. Sperren wir euch nun noch in Einzelhaft und Posaunen von Wissenschaft. Die Klimanummer lief nie richtig glatt, die Zukunft dem Pöbel egal. Doch mit Seuche und Angst setzen wir euch schachmatt und lassen euch nicht mehr die Wahl. Erst richt mal ab eure Kinder mit Maulkorb und Testen und Tinder. Wer Fragen stellt, ist jetzt ein Nazi und Schluss. Und zur Not werfen wir ihn vor'n Bus. Ja, schau, Virus und Masken und Spritze sind da. Wollt ihr den brutalen Krieg? Auch bei Nipah und Zika nur mRNA. Haut den Iwan bis zum Endsieg. Wir sanktionieren uns zugrunde. Europa geht jetzt vor die Hunde. Doch wir sind die Guten, klipp und klar, stets zu Diensten der USA. Ja? Ja, besser so. Das ist mein Porsche. Aber haut hin, ja? Ja, jetzt kann ich wenigstens mal bei den Demos mitmachen. Weiter so. Das nehme ich mir vor. Danke. Schönen Tag noch. 6 km/h. Ja, 9,4. Auch unoffiziell. Und ich wollte in dem Zusammenhang auch noch mal an Artikel 146 des Grundgesetzes erinnern, der ja uns die Möglichkeit gibt, in Volksabstimmungen uns selbst eine Verfassung zu geben. Diese Frage ist immer noch nicht geklärt, das haben wir immer noch als Möglichkeit, hier etwas im Lande zu verändern, offen. Und es gibt hier eine neue Initiative, die findet ihr auf unsere-verfassung.de. Die gibt's schon eine ganze Weile, aber es wäre schön, wenn noch mehr mal ein paar Leute da mitmachen. Unsere-verfassung.de. Ja? Wer die Demokratie verteidigen will,
der muss sie weiterentwickeln. Ja, wir haben die IFF-5-Ausstellung vom 12. bis 23. Mai. Wir haben Schwurbeltreffmeier hier. Wenn ihr noch jemanden sucht, Freundschaft, Partnerschaft mit Eventkalender. Die Spendenbox haben wir heute vergessen, aber wer will, kann mir trotzdem, ich bin die Spendenbox, könnt ihr mir einen kleinen DJ-Euro oder für einen Wagen einen kleinen Euro zustecken. Ja, danke schön. Also, danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ja, ihr Lieben, ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar sind wir ja auch hier für die Aufarbeitung, ne? Und der Oliver von der Friedenparade, der wird jetzt da hinten festgesetzt, weil er irgendwie eine 1000 Euro die Strafe waren für irgendwas wegen Maske tragen oder so nicht gezahlt hat. Ich finde das eine Farce von der Polizei, dass das immer noch so geahndet wird, ja? Nachdem selbst der Klabauterbach schon gesagt hat, dass die Maßnahmen einfach viel zu hart waren und dass das alles vielleicht noch Motto überdenken sei, dass Leute jetzt immer noch verfolgt werden von der Polizei. Mir platzt der Kragen! Es ist eine Farce! Vor euch muss man Angst haben! Ihr seid nicht meine Schutzleute! Ich kotze ins Essen! Ja, und ich wünsche euch allen noch einen zauberhaften 1. Mai, auf dass die Erde heller und schöner werde. Ich zitiere zum Abschluss das Schild eines Gelbwestenaktivisten. Le peuple souverain s'avance. Übersetzt heißt das, das souveräne Volk schreitet voran. Kommt gut nach Hause, vergesst eure Wertgegenstände nicht. Ich wünsche euch viel Friede, Freude, Eierkuchen. Statt Krieg, Freude, Eierkuchen. Auf Wiedersehen. Die Veranstaltung wird hiermit für beendet erklärt. Danke, dass ihr alle hier wart. Wunderbar. Bitte das nächste Mal noch etwas zahlreicher. Ja.